Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu F1 2020. Und ja, wie ihr seht, sind wir gerade im Pausenmenü, wir sind schon in Kanada. Der Grund ist einfach, ich habe schon mal die Aufnahme angefangen und dann ist aber leider etwas Privates dazwischen gekommen und ich musste schon alles kurzerhand abbrechen. Wir sind aber noch nicht gefahren, wir haben jedoch den Motoranfang gewechselt, plus noch ein paar Upgrades in Auftrag gegeben, aber mehr haben wir nicht gemacht. Ja, wir machen es jetzt wieder so wie immer, also heisst, ich mache jetzt eine Streckenakklimatisierung und dann nachher noch das Blitzqualifying, oder beziehungsweise ist das Tempo-Qualifying, und ich sage dann eigentlich immer Qualifying-Simulation, und ja, dann nachher geht es wieder ab ins Rennen, und ich tue jetzt Setup drauf, wir sehen uns gerade bei der Streckenakklimatisierung. So, also wir sind hier jetzt an der Streckenakklimatisierung und ja, wir sind eben in Kanada und ist eine coole Strecke. Wir fahren jetzt mal schnell kurz die Strecke ein bisschen langsam ab, weil ich weiß nicht, das könnt ihr mir nachher in den Kommentaren sagen, ob ihr das gut findet oder nicht. Ich möchte euch die Strecke ein bisschen genauer erklären, darum habe ich jetzt wahrscheinlich immer Gelbphase, ich hoffe, ich kriege keine Strafe. So, das ist Kurve 1 und 2. Da ist einfach wichtig, dass man eigentlich wirklich da die zweite Kurve gut verwischt und einen sehr guten Exit hat. Da rutscht man eben gerne mal eine raus. Und sonst eigentlich an sich, Kanada ist eine sehr, sehr schnelle Strecke. Da haben wir 3 und 4, auch wieder so S-Kurven, auch wieder sehr schnell, neu an der Wand, kann man schnell mal trainieren donnern, wenn man wegrutscht. Dann kommen wir hier in die nächste S-Kurve. Hier ist die erste Kurve, die etwas enger ist. Wo man dann nachher muss, auch wieder vorsichtig rausfahren muss. Nicht, dass man wegrutscht. Und hier haben wir dann die erste kleine Gerade. Oder Gerade, ja, einfach ein bisschen schnellere Streckenteil, wo wir auch DRS aktivieren können. Für alle, die das nicht wissen, was das ist, dass man hinten beim Heckspoiler eine Klappe auftut, dass man nachher ein bisschen mehr Luft durchlassen kann. Also weniger Luftwiderstand ist man etwa so. Im Schnitt etwa so bis zu 50 km/h schneller auf der Geraden, also auf langen Geraden, das ist jetzt wahrscheinlich zu kurz. Dann kommt auch die Spitzkehre, auch wieder wichtig, dass man einen guten Exit hat, dass man schnell aus der Kurve rauskommt. Wichtig ist eben, ich bin kein Profi, aber ich weiss etwa, wie es ist. Und dann kommt auch eigentlich die lange Gegengerade, die wieder auf die Ziellinie geht. Und dann kommen wir hier an die berühmteste Kurve an diesem Zirkus hier oder an dieser Rennstrecke. Und zwar ist das die Wall of Champions, das ist der Schumi und Villeneuve und ich weiss nicht, wie viele Weltmeister sind jetzt schon trainiert, donnert. Und haben es eben vergamet. Und wir probieren jetzt mal schnell eine schnelle Runde zu machen. Okay, achte darauf, die Scheitelpunkte zu treffen. Sobald du eine passende Position und versuche da jetzt mal eben Purple machen oder sonst irgendetwas. So, da jetzt mir jetzt schon ein bisschen zu weit rausgenommen. Und ich muss, glaube ich, mal den Kommentator ein bisschen leiser machen. Weil der ist sau laut. Also, an und für sich ist das eine Strecke, die ich schon öfter die mal gefahren bin. Wo ich auch relativ gut im Kopf habe. Ich finde sie ja allgemein sehr eine coole Strecke. Also auch wenn es Formel 1 wirklich dort sind, ist es auch wirklich cool zum Zuschauen. Leider wieder das ja nicht 2021. Ist ja jetzt abgesagt worden offiziell und durch Türkei ersetzt worden. Aber Türkei ist auch eine sehr, sehr coole Strecke. So. DRS rein. Ja, wir haben jetzt einen neuen Motor, man sollte eigentlich wieder ein bisschen mehr Dampf haben. Okay, da kann man sogar einen 4 durchfahren. Wenn es sogar ein bisschen zu langsam war. Das ist die letzte Runde des Programms. Die letzte Runde des Programms. Aber wir müssen hier nochmal ein bisschen besser fahren. Probieren wir nochmal. Wow. So, und wieder die Wall of Champions vorbei. Wir gehören hier definitiv noch nicht dazu. So, aber da haben wir jetzt mal, denke ich, eine gute Punktzahl rausgeholt. Okay, Test sogar Purple gemacht, also das Beste, was man holen kann. Gehen wir mal wieder zurück in die Garage. Und machen wir jetzt das Qualifying Tempo bzw. das Qualifying Simulation. Let's go. So, herzlich willkommen zum Qualifying Tempo. Wir müssen jetzt möglichst schnell fahren.
Keine Rücksicht nehmen auf Sprit, Reifen etc. Einfach ballern. Und ja, ich konzentriere mich mal. Let's go. Ja, Zeit verloren jetzt natürlich wieder im Minus. Okay, aber sehr gut aus der Nadel rausgekommen. Programm abgeschlossen. Gute Arbeit. Wir haben in diesem Durchlauf einige exzellente Daten erhalten. Also okay. Also wir sind relativ gut unterwegs. Und da würde ich mal sagen, dass wir eigentlich auch ins Blitz-Qualifying gehen können. Weil ich fühle mich schon ziemlich safe auf dieser Strecke. Es ist eine coole Strecke. Und eben, wie gesagt, wir sind schon ein paar Mal gefahren. Eigentlich in jedem Formel 1-Teil. Und darum fühle ich mich da eigentlich wirklich auch sicher. Und ja, da würde ich mal sagen, ab ins Blitz-Qualifying. So, herzlich willkommen zum Blitz-Qualifying. Wir starten gerade. Wir gehen jetzt natürlich mit der Softfahrer, mit der schnellsten Reifen. Und das Wetter ist auch heute und morgen schön. Also es sollte eigentlich verheben vom Wetter her. Es sollte eigentlich nicht regnen. Da bin ich auch froh drum. Und ja, ich wollte noch kurz Danke sagen für den Support bei den Videos jetzt von F1 2020. Ich hätte persönlich nicht gedacht, dass die Videos so gut ankommen, sage ich jetzt einmal. Im Vergleich zu anderen Videos, die ich aufgeladen habe. darum, merci vielmals für den Support, dass ihr immer dabei sind, dass ihr es immer anschaut. Macht mir natürlich mega Freude und ja, vor allem ihr habt Freude und fühlt euch unterhalten. Und ich finde es cool, wenn ich Leute auch ich die Formel 1 ein bisschen näher bringen, die vielleicht jetzt der Formel 1 noch nicht so im Einklang sind, sage ich jetzt mal, wie ich. Weil ja, ich bin schon relativ tief mit dieser Formel 1 Materie verbunden, sage ich jetzt mal. Aber andere sicher auch. Darum, ich finde es cool. Und wir machen jetzt eben das Qualifying, das Blitz-Qualifying. Heisst, wir haben eine Runde, wo wir schnell sein müssen. Sollte ich jetzt irgendwie aus irgendwelchen Gründen auf Pol kommen oder irgendwie noch besser, also noch besser, Pol ist das beste Idiot, aber mit dem meine ich einfach, sollte ich jetzt irgendwie recht weit vorne kommen, also was jetzt eigentlich unrealistisch wäre für das Fahrzeug, nehme ich die Entschuldigkeit beim nächsten Rennen dann wieder nochmal auf. Ich habe sie jetzt ja schon einschufen genommen, aber sollte es jetzt wirklich wieder zu schwach sein, nehme ich sie nochmal einschufen. Einfach, dass wir da ein bisschen faires Rennen haben, weil ich möchte das schon ein bisschen fair haben und ausgeglichen, aber ich muss mich halt ein bisschen herentasten, was möglich ist und was nicht für mich selber. Ja, nicht, dass ich irgendwie 100% rein tue, aber die vordersten oder dass ich permanent überrundet werde, also macht ja dann auch nicht so viel Sinn. Es soll schon fair sein und einfach halt ja, spannend oder auch lustig werden dann schlussendlich. So, genug gelabert, wir legen los. Let's go! So, ich labere dann nicht viel. Versuche ich mich zu konzentrieren. Ist nicht so schnell gewesen. Boah, sehr schlechter Exit gewesen. Oh, shit. Okay, mein Fahrer gab es den zweiten, also der zweite Sektor war der schnellste gewesen. Ah.
Ah, okay, ich glaube, bei der Wall of Champion habe ich es ein bisschen vergamet, also mit den letzten zwei Kurven. Aber ja, P2 ist schon relativ hoch. Ich glaube, ich muss die Schwierigkeitsstufe noch mal ein bisschen aufnehmen. Wir sind eine Weile lang auf P1 gewesen sogar. Okay, ich muss sie wirklich aufnehmen. Aber ich weiß nicht, ob es jetzt kann. Ich glaube, es nicht mehr aufnehmen. Ich kann erst, wenn es die Rennen vorbei ist, wieder ändern. So, man kann es doch schon jetzt ändern, vor dem Rennen. Das mache ich jetzt mal. Wahrscheinlich nehme es mal auf. Keine Ahnung. 68, würde ich mal sagen. Wir schauen mal, ob es viel stärker sind oder nicht. Aber ich glaube, das ist dann mal noch. Nehmen wir mal noch zu 70 her. Und wenn es immer noch zu wach wäre oder zu schlecht wäre, können wir immer noch aufgehen. Das ist ja nicht so das Problem. So. Also, let's go. Ab ins Rennen. So, herzlich willkommen an der Startaufstellung. Eben, wir sind auf P2. Und wir schauen nochmal schnell kurz in die Rennstrategie rein, wie immer. Wir starten auf der Soft, gehen dann nachher auf die Mediums in Runde 7. Wir nehmen auch hier wieder ein bisschen Sprit runter, dass wir nicht so viel. Weil ich würde gerne noch ein bisschen mit Fettgemisch fahren, weil ich weiß jetzt halt nicht, vielleicht kann ich da dann noch ein bisschen profitieren davon. Wir sehen, es ist eigentlich schön Wetter, außer am Schluss in der Runde 16, 17 könnte es vielleicht noch regnen. Aber ich denke, das wird nicht mehr so grossen Einfluss haben, das haben wir in Spanien auch schon gehabt. Und ja, gesamthaft 18 Runden. Und ja, dann würde ich mal sagen, legen wir los mit dem Rennen. Ich bin gespannt, was jetzt passiert. Ich hoffe, nichts Schlimmes. Let's go. Oh, shit. Oh, der Start habe ich voll verschlafen. Holy shit! Okay, der Start habe ich. Oh shit, die Reifen sind irgendwie gar noch nicht warm. Gerade ein bisschen am Strugglen. Alter, wir sind immer noch P2, was war der von mir? Nicht grossartig, auch nicht schlimm. What the fuck? Der Jeff, Mann, fettiger Scheiß-Dings. So, Fettgemisch noch rein. Jetzt holen wir den Hamilton. Honda Motor! Scheiße, da bin ich knapp, Mann. Boah. Ich rutsche ein bisschen immer beim Kurvausgang. Aber das könnte noch besser werden im Verlauf des Rennen. Also noch nicht so dramatisch. Oh. Oh, ich rutsche. Ah, Hamilton, Mann, ich komme nicht an ihn her. Hätte ich DRS schon, wäre es besser, aber DRS wird immer in Runde 3 aktiviert. Oder ist frei, besser gesagt. Jetzt brauche ich mal kein ERS und Fettgemisch. Ja, Mercedes-Motor ist schon recht schnell. Wir sind nicht im Windschatten und können ihn nicht aufholen. Wow. Holy shit. Ich war ein bisschen näher an der Wand. Jetzt ist es aktiviert worden, DRS. Jetzt holen wir ihn. DRS, ERS, Fettgemischmaschine. Alles, was das Auto kann. Ah, shit. Nein, Hamilton. Woo! Shit! Aber da bin ich jetzt einfach. In der besseren Position gewesen. Oh, geile Flagge dort, langsam das Auto.
Ja, schon wieder an der Bande angekommen. George Russell draussen. Ah, Safety Car, okay, Mager rein. Behalte das Delta genau im Auge und halte es unbedingt positiv. Wir glauben, dass wir eine gute alternative Strategie haben. Möchtest du den aktuellen alternative Strategie? Können wir so lang? Nein, wir bleiben. Ich glaube nicht, dass die gelben Reifen so lange das mögen verleiden. Ich möchte nicht, dass die Reifen nachher völlig am Arsch sind. Oh, die gehen alle gut boxen. Gut, sie verlieren eben keine Zeit. Aber ich glaube, es wäre zu früh. Also ich glaube, die gelben Reifen mögen nicht so lange. Die werden gegen Schluss richtig schlecht werden. Also wir hoffen mal auf einen Vorteil, dass wir dann nachher am Ende vom Rennen bessere Reifen haben. Nähere dich dem Safety Car. Du führst, also überhole es nicht. Bleib hinter dem Safety Car. So. Das erste Mal hinter dem Safety Car. Oh, unsere Reifen sind noch recht durch, Mann. Holy shit. Sind alle geil. Okay, da wird ein schwieriger Restart geben. So, ja, dann fahren wir da mal ein Ründchen hinter dem Safety Car. Safety Car kommt in dieser Runde rein. So. Safety Car kommt in dieser Runde rein. Erst wenn das Rennen weitergeht, kontrollierst du wieder das Tempo. Geschwindigkeit halten. Bis das Safety Car die Boxengasse erreicht hat. Dann wieder auf Standard. Jetzt haben wir recht viel Sprit können holen. Der geht jetzt eben gut sein, der geht jetzt von der Strecke runter. Boxenstoppfenster ist offen. Das Boxenstoppfenster ist offen. Oh shit. Ah, stimmt, wir haben jetzt den Boxenstopp. He? Okay, wir könnten jetzt Letzte werden. Ah, shit, okay, es wird schwierig werden. Vielleicht war unsere Strategie doch nicht so schlau gewesen. Ich hoffe mal, wir müssen warten, was am Ende vom Rennen passiert. So, also in die Box jetzt, hä? So. Ah, man hätte auch noch eine Runde mehr draussen bleiben wahrscheinlich. Wäre auch nicht schlecht gewesen. Aber egal. Wir müssen jetzt einfach das ganze Feld wieder aufholen. Leclerc ist weit hinten. Okay, ja, wir schauen mal. Wir schauen mal Ocon und so, die kommen ja alle auch wieder hinterher und es könnte jetzt noch recht aufgemischt werden, das Ganze. Aber wahrscheinlich hätten wir gleich so lange in die Box gehen, wie der Chef uns gesagt hat. Unsere Strategie, Heini. So, also jetzt fahre ich mit Fettgemischen mal, weil wir haben jetzt auch gute Reifen wieder. Ich fahre jetzt aber kurz die ersten paar Kurven nicht so schnell. Bis sie ein bisschen warm werden und Grip aufbauen. Oh shit, Alter, ich bin sehr schnell gerade. Wo die haben gut. Oh, da wird jetzt lustig werden. Let's go. Holen wir uns die Sieche. So, wir sind am rein können dran. DRS sollte es geben, hoffentlich. Okay, oder auch nicht. Aber wir haben ein schnelles Auto zum Glück. Oh, was ist vorne los? Wenn ich profitiert habe, lol. Oh, Norris macht schön Platz, danke schön. Oh.
So, DRS hinter Leclerc, er hat aber auch DRS. Oh shit. Okay, wir sind unter einer Sekunde, wir sollten ihn können holen auf der Gegengerade oder schon da? Er hat ein bisschen speziell abbremst gerade. Hätte jetzt nicht damit gedacht, oder damit gerechnet, dass er so heftig abbremst. Und das ist wegen dem Grosjean vorne. Oh, gefährlich! Gefährlich, gefährlich! Ich habe ein Leclerc geschaut, Ehrenmann! Scheiße! Wir haben ein sehr leichtes Auto mittlerweile schon. Alter, wie ich den Karren prügeln, Mann! Wow. Der Runde mal ERS aufladen. Am Haas hätte ich glaube ich noch gut vorbeikommen. Boah, es ist nach Exit! Woo! Fast in Klapp. Oh, ich habe ihn berührt, okay. Ich wollte gerade sagen, ich wäre fast in Klapp hineingefahren, aber. Alter, der Grosjean wieder! Oh shit, shit, shit! Oh! Oh mein Gott! Das war super krass! Okay, Bottas Problem. Oh, Scheiße, Hamilton ist voll weg. Wir hätten auch boxen sollen. Wenn wir alle in die Box gegangen wären, hätten wir dort noch eine bessere Chance gehabt. Aber dort habe ich mich jetzt voll verspekuliert. Oh shit! Sorry. Perez. Na ja gut, du. Das ist eh noch Playback, Payback für Holland. Sieh. Das nicht vergessen. Wo ist eigentlich der Dings? Der Pierre? Ah, da vorne? Ah, der Pierre Gasly auch wieder sehr stark. Wow! Ich bin gerutscht. Ich glaube, die Reifen sind langsam auch nicht mehr so stark. Ich fahre auch wieder der letzte Idiot. Immerhin wieder in den Punkten drin. Oh, mega guter Exit! Ah! Ah, Scheiße, ich muss ihn ziehen lassen. Aber da. Jetzt aber. Come on! Alter, ich glaub's nicht. Ah, Scheiße, ist der Red Bull Motor so stark noch? Also vom Spitzenteam Red Bull. Wenn schon am Ende ist ja auch Honda, aber. Holy shit, ich hab nicht gedacht, dass die so gut sind auf der Geraden. Etwa 3 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Oh shit. Ja, da jetzt müssen wir abkürzen ein bisschen. Ab und deckt ab innen. Alter, ich hab's genau gewusst. Scheiße. Ja, aber Alter! Das ist ein Witz. Scheiße, wir haben das voll verspekuliert. Alter, wie schnell der Bottas ist, trotz seiner Probleme, die er hat. Ist unglaublich. Wow, Leclerc hat auch recht aufgeholt. Aber wir müssen die Punkte.
Wow, shit, 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 shit. Wow. Dann kommen wir wieder in den Punkt. Come on! Jetzt aber! Vorbei am Elben! Ach, er ist einfach immer noch schneller als ich, ist so mühsam! Jetzt aber! Innen! Jawoll! Da haben wir ihn! Endlich! Bottas sollte eigentlich nicht so ein Problem sein, weil er hat ja Problem. Letzte Runde, aber wir müssen jetzt kommen. Oh, da hat der Bottas schlecht verteidigt. Und da sind wir auf P8. Alter, wir hätten gewinnen können. Wir hätten gewinnen können. Aber wir haben einfach die falsche Strategie gewählt. Ja, jetzt sind wir... Mit einer Fehlentscheidung hat es uns den Sieg gekostet. Und P8 gekommen. Oh, Scheiße, Mann! Pass auf dein Auto auf, während du reinkommst. Ja, ich bin immer im P8, wir haben gute Punkte geholt. Leider hat der leider hat der Gasly mehr Punkte geholt. Das heisst, er wird wahrscheinlich jetzt wieder fahren, wie er so 2-3 Punkte vor uns sein. Außer man hat noch die schnellste Runde geholt, das weiss ich jetzt nicht. Oh, Mann! Das war so sicher gewesen, eigentlich. Aber er hat die bessere Strategie gemacht. Und die Safety-Car-Phase war Entscheidung am Schluss. Scheisse, wäre ich doch auch in die Box gegangen, aber es ist halt schwierig zu einschätzen, wenn du Erster bist, was die anderen machen. Weil wenn es die anderen in die Dings gegangen wäre, in die Box, vor mir, wenn sie vor mir gewesen wären, hätte ich auch noch einfach in die Box reinziehen, aber das hat natürlich nicht gesehen. So, aber das war, glaube ich, unsere beste Positionierung gewesen, die wir bis jetzt geholt haben, glaube ich. Ich weiß es nicht, aber ich denke es mal. Schauen wir uns an, welche Auswirkungen die. Wir sind jetzt, ein großartiges Resultat für Lewis. Wir sind jetzt auf der Rangliste, sind wir auf. Immer noch auf P12. Oder sind jetzt. Nein, wir sind aufgegangen sogar ein bisschen. Aber der Gasly immer noch einen Punkt vor uns. Und, wir gehen jetzt mal ins Hauptquartier. Wir schauen mal, wie jetzt die Fahreranerkennung ist. Weil eigentlich ist es ja schon für uns selber ein schlechtes Rennen gewesen. Aber wir sind ja motortechnisch oder motorleistungstechnisch. Aus unserer Perspektive war das ein aufregendes Rennen. Wie war es aus Ihrer Sicht? Ja, aufregendes Rennen ist es wirklich gewesen. Sie haben alle Erwartungen gesprengt. Was ist Ihr Geheimnis? Es gibt kein Geheimnis. Ich habe einfach ein großartiges Team und einen tollen Wagen. Das kann ich dir verraten. Geheimnis, ich bin der beste Fahrer auf der Strecke. Das ist kein Geheimnis, Alter. Abgehoben. Nein, das Auto ist wirklich gut gewesen. Der Teamkollege war heute schneller. War heute einfach nicht Ihr Tag. War heute einfach nicht Ihr Tag, ja. Aber vorne so verdammt gelobt. Er hatte das Chassis super im Griff. Ich muss herausfinden, wie er das geschafft hat. Er hat heute einfach... Auch das letzte bisschen aus dem Triebwerk herausgeholt, ich würde mal sagen, das Chassis. Denken Sie, Sie hatten Glück, Ihr Rennen nicht mit diesem Zusammenstoß beendet zu haben? Können Sie von Glück sprechen, Ihr Rennen nicht mit diesem Zusammenstoß beendet zu haben? Ja, ein paar kleine Kollisionen gehabt, also Kollisionen, einfach so ein bisschen Rempeln, mit dem Grosjean dort. Ich hatte Glück, wir müssen wirklich... um den Antrieb kümmern. Und wir nehmen jetzt einfach mal das. Klasse, das war dann alles.
Gut. Also, jetzt schauen wir mal, schnell, wie die Fahreranerkennung war, ob die jetzt positiv war oder negativ. Immerhin, gegen Antonio sind wir jetzt eigentlich gut dran. Ich glaube, das haben wir jetzt auch ein bisschen im Griff. 3 Punkte voraus sind wir da. Ah, geil. Und Fahreranerkennung recht aufgegangen sogar. Jetzt sind wir auf Level 5. Heisst, wir haben auch einen höheren Marktwert und sind vielleicht jetzt auch interessanter für andere Teams. Aber ist einmal voraussichtlich noch nicht so das Thema zum Wechseln. Ich glaube, mit AlphaTauri bin ich eigentlich relativ gut dran und auch zufrieden momentan. Wir haben das können relativ gut fangen, weil wir haben ja eigentlich schlechte Rennen gehabt am Anfang. Und das nächste Rennen ist Frankreich. Shit, das ist eine Strecke, die ich nicht so gerne habe. Aber ja, mal schauen, wie das dann so wird. Das sehen wir dann also in der nächsten Folge. Ja, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich immer über eine Bewertung freuen, sowie auch über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wenn ihr das Video teilen würdet, zeigt es euch einen Kollegen, euren Eltern, euren Grosseltern, würde mich natürlich alles freuen. Und ja, dann sehen wir uns dann einfach im nächsten Video wieder. Merci vielmals, dass ihr zugeschaut habt. Und danke vielmals noch einmal für den Support in den letzten paar Videos von F1. Freut mich mega, wie gesagt, ist absolut mein Favorite-Sport und wenn ich das mit euch teilen kann, mache ich es umso lieber. Danke tausend und ja, bis zum nächsten Video. Bis dahin sagen wir, macht's gut, schönes Tag noch und ciao.